Seid ganz herzlich gegrüßt. Hier ist die Angelika Schumann vom Kanal Ansita. Andere Sicht führt zu anderer Tat. Ich möchte mir heute nochmal die Zeit nehmen, für euch ein Video zu machen, denn mich beschäftigt gerade sehr viel. Ich habe mir hier so ein paar Notizen auch gemacht. Am Samstag mache ich mich ja auf den Weg nach Sylt. Da bin ich dann für eine Woche, um an dem 4-Tage-Seminar Intensivwoche mitzumachen, Remote Viewing. Von diesem Seminar verspreche ich mir natürlich auch noch mehr Werkzeuge, noch mehr Tools, um auch mit meiner Arbeit noch immer besser zu werden. Also ich höre nicht auf zu forschen und es macht mir auch Freude, neue Dinge immer wieder zu lernen und auszuprobieren. Genau, und das heißt, nächste Woche werde ich wohl nicht dazu kommen, ein Video zu machen, vielleicht sogar erst wieder in 2 Wochen. Deswegen möchte ich aber heute nochmal die Gelegenheit nutzen, euch ein paar Dinge, also ein paar meiner Gedanken mitzuteilen. Ja, und zwar, ich meine, ihr habt das ja jetzt auch beobachtet, dass gerade sehr, sehr viel passiert weltweit, was jetzt ganz extrem war und auch immer noch die Folgen natürlich zu spüren sind, weil es die Flut, die Riesenwassermassen, die plötzlich Meter hoch runtergekommen sind in Bayern, Österreich, Tschechien, Polen und dann auch die Elbe, die jetzt Dresden, ja, ich weiß nicht, wie es im Moment aussieht, ich habe heute noch nichts mehr angeguckt, dass da Überschwemmungen drohen. Auch Wien wurde zu einer Insel, also extrem. Und es gab einen Bericht, das war, ich habe es nicht, ich habe es jetzt auch nur gehört, aber da war in Athen, war ein Bericht, da war wohl auch irgendwas, als ob eine Wasserbombe auf Knopfdruck losgegangen wäre. Ja, und genau sowas ist passiert und für mich ist das ganz klar, dass das kein natürliches Wetter war. Ob das jetzt die guten oder die bösen Kräfte waren, weiß ich nicht. Ich habe da jetzt auch nicht reingespürt, weil mich gerade auch zu viel anderes beschäftigt. Interessant ist, dass dass es gab zwar einige Todesopfer, wobei das waren wohl alte, gebrechliche Menschen, die von den Wassermassen quasi erdrückt wurden. Der größte Schaden war bei den Tieren, die in den Ställen umgekommen sind oder ertrunken sind. Viele tausende Schwalben, die auch unterwegs waren, die auch da abgelenkt worden waren, etc. Also es ist viel in der Natur passiert. Und es wurde dann mal gesagt, das Unnatürliche, so wie die unnatürliche Tierhaltung, wird von dem Unnatürlichen vernichtet. Egal, wie man es deutet, ich wünsche allen Menschen, die da betroffen sind, von Herzen alles Gute, die Hilfe, die sie brauchen. Ich für meinen Teil, ich habe auch schon Geld fließen lassen, dorthin, von wo ich sicher bin, dass es auch vor Ort ankommt. Oder dass ich energetisch einfach auch immer wieder dort, einfach Licht, ne, so wie ich kann, einfach da auch energetisch ein bisschen mit unterstütze. Interessant ist, dass durch diese extreme Flut auch die Verbindungswege zur Ukraine abgeschnitten worden waren, ne, dass dort keine Waffen hingeliefert werden konnten. Das heißt, wir wissen wirklich nicht, was damit alles einhergeht mit dieser ganzen Geschichte. Ja, dann gab es ja auch nochmal eine Vereitelung eines zweiten Attentats auf Trump. Das war ja auch schon jetzt in den Medien. Also ich möchte auf die Sachen gar nicht so sehr eingehen. Was halt auch dazu kommt, ist energetisch. Wir hatten jetzt gerade den Vollmond, die Energien wirken noch. Das geht hinüber zum 21. und 22. September zur Tag- und Nachtgleiche. Ist ja auch wieder eine intensive Zeit, denn im Endeffekt ist das quasi von den Jahreszeiten, nennt sich das Mabon, das ist, meine ich, vom Keltischen her, dass da quasi durch diese Tag- und Nachtgleiche ist quasi das Ende des Sommers und der Beginn des Winters, also beziehungsweise der Tod des Sommers und die Geburt des Winters. Die dunkle Jahreszeit nähert sich jetzt
wir sind ja schon mittendrin, sehr, sehr deutlich. Und dieser Tod, der ist ja extrem abrupt gewesen durch diesen Kälteeinbruch, durch dieses Wasser. Auch sehr viel Schnee auf den Alpen. Also sehr, sehr viel Seltsames, was gerade passiert. Und dazu auch hier den Pluto habe ich noch notiert. Ne, der Pluto, der im Steinbock immer noch sich bewegt. Das heißt, das ist auch nochmal die Energie, dass diese alten, ich sage jetzt mal, unlichten Kräfte sich jetzt nochmal, dass die wirklich ums Überleben kämpfen. Und das alles erleben wir jetzt gerade. So wie ich es wahrnehme, geht es eben jetzt auch ganz stark um Heilung. Also dass alte Dinge auch nochmal angeguckt werden, dass die nochmal hochkommen. Und es ist gerade wirklich extrem, was im Außen passiert. Und ich kann wirklich nur immer wieder den Rat geben, achte auf dich. Schau, dass du immer wieder in deiner Mitte bist und dass du dich nicht hier verrückt machen lässt. Denn das, was im Außen passiert, das ist das eine. Aber andererseits wirken ja auch auf uns auch noch Kräfte. Und da habe ich ja im letzten Video auch erzählt. Und auch die Susanne Lorey, da bin ich sehr dankbar, dass sie da auf diese Themen eingeht, was sie beobachtet. Diese technisch erzeugten Frequenzen, ne, die hauptsächlich nachts wirken, vor allem, klar, wenn wir schlafen, da haben wir ja quasi nicht die Steuerung oder den Schutz durch unseren bewussten Verstand. Ne. Wir sind ja dann offen und wenn dann so eine Frequenz kommt, die uns im Schlaf stört, ja, ne, da ist der Angriff am leichtesten. Was ich jetzt auch sehr viel beobachte, auch gerade in der letzten Zeit bei der Heilarbeit mit Menschen, dass immer wieder sich Besetzungen zeigen, sowohl von Ahnen, darüber habe ich ja schon mal die eine Sache erzählt mit dem Mädchen, aber auch, dass sich die Ahnenthemen zeigen, dass die geheilt werden wollen. Allerdings auch Besetzungen, ich sage jetzt mal, von eher unlichten Wesenheiten, die auch dafür sorgen, dass wir Menschen in der Angst bleiben, dass wir steuerbar bleiben, etc. Und ich kann manches dann zwar entfernen und gleichzeitig geht es dann auch darum zu schauen, welche Resonanz ist da im Energiefeld oder bei den Menschen, welche Glaubenssätze, was ist da, Entschuldigung, dass das Tor öffnet für irgendwelche Energien, die quasi von außen kommen. Was ich auch gerade jetzt kürzlich erlebt habe, über Reiki habe ich noch nicht groß was erzählt. Reiki, ich habe zwar auch Reiki-Ausbildung gemacht, aber ich arbeite schon länger nicht mehr mit Reiki. Denn irgendwann habe ich halt erfahren, dass auch quasi Reiki oder die Symbole wahrscheinlich sowas wie gehackt worden sind oder es ist verdreht worden. Und ich hatte jetzt kürzlich eine Klientin, die während einer Reiki-Sitzung, die sie gegeben hat, danach war irgendwas nicht mehr normal. Und dann hatte es auch mit der Benutzung der Symbole zu tun, beziehungsweise die Art, wie die Symbole benutzt worden sind, dass eine Tür geöffnet wurde zu einer eher unlichten, fremden Energie, die sich dann bei ihr quasi in der Wohnung breit gemacht hatte und ihr Leben dann etwas erschwert hat. Das konnten wir zum Glück lösen. Also es gibt so viele Arten, wie wir Menschen angegriffen werden. Das Äußere. Dazu kommt eben auch, dass hier die Angst, die geschürt wird, ganz viel durch Manipulationen, also durch die ganzen Nachrichten. Und das geht wiederum einher, also gerade diese Kriegstreiberei, die Angst vor dem Krieg und auch jetzt diese Flutung, ich sehe das so als einen Komplex,
dass dadurch auch Kriegstraumata wieder geweckt werden, die uns über unsere Ahnen quasi übermittelt worden sind, unbewusst, ne? Aber wir tragen ja auch ganz viel Leid der Ahnen mit uns. Und was auch über Generationen, auch bewusst, auch über Manipulationen und über Dinge in uns wie eingebrannt worden ist. Und da ist es auch kein Wunder, dass viele Menschen da überhaupt nicht wegkommen oder eher in so eine Lethargie fallen. Na, ich zähle jetzt gerade ganz, ganz viele Sachen auf. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie stark sind wir wirklich, beziehungsweise welche Fähigkeiten haben wir, dass solche extremen Maßnahmen ergriffen werden, um uns in irgendeiner Weise zu schwächen oder klein zu halten. Das ist wirklich die Frage. Für mich, also es hatte jemand jetzt auch gesagt, dass jetzt der Oktober bringt wohl eine Energie, dass eine Zeit kommt, dass wir uns mit alten Verletzungen, mit alten Traumata wieder, dass die hochkommen, dass es eine Zeit ist der Heilung. Ja, und das zeigt sich eben auch, gerade diese Ahnenthemen, die sich zeigen und auch Dinge, die in unserem Leben geschehen sind. Ja, und da möchte ich euch auch nicht vorenthalten, dass gerade jetzt in den, jetzt ja, vor ein, zwei Wochen hat sich bei mir ein junger Mann gemeldet, mit dessen Vater ich vor vielen Jahren auch zusammengelebt hatte, in einem Familienverbund quasi. Ja, es war sehr berührend, denn mir hat es gezeigt, dass auch immer noch in mir Wunden sind. Ich habe damals auch sehr unschöne Dinge erfahren. Ich möchte jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ich habe das schon mal ein bisschen darüber erzählt. Nur das ist jetzt gerade nicht wichtig. Ja, ich habe dann gestern Abend noch so einen Spaziergang gemacht durch den Park. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch miteinander. Und dann kam eine tiefe Traurigkeit hoch. Ja, und während des Spaziergangs, dann habe ich einige Bäume gefragt, ob ich zu ihnen darf. Denn ich habe mir angewöhnt, nicht einfach zu einem Baum hinzugehen, wenn ich das Gefühl habe, er tut mir gut, sondern auch zu respektieren, dass ein Baum seine Ruhe haben möchte. Also ich habe das schon ganz oft erlebt, dass ich einen Baum gefragt habe und dann hörte ich ganz klar Nein. So, und gestern kam dann diese Traurigkeit hoch. Ich habe dann ein paar Bäume besucht, zumal jetzt überall ja noch die Blätter dran sind und es war halt der Grund, dass ich gestern im Park war, denn wenn ich jetzt vielleicht in anderthalb Wochen erst wieder hier spazieren gehen kann, kann es sein, dass sich der Herbst viel deutlicher zeigt. Und ich wollte einfach das Grün noch mehr genießen. Ja, und dann habe ich diese ein paar Bäume besucht und auch mit der Bitte, weil ich dann gemerkt habe, dass auf einmal bei der Berührung des einen Baumes diese tiefe Traurigkeit hochkam. Und zwar nicht über die Dinge, die ich an schlimmen Dingen, die ich erfahren habe, sondern eher die Dinge, die ich beobachtet habe und auch nun das Wissen darüber, welchen Schaden diese Geschehnisse auch bei den Kindern dieses Mannes ausgelöst haben. Und ich habe ja schon einiges mitbekommen, aber diese tiefe Traurigkeit, die mich erfasst hat, war, warum konnte ich damals nicht helfen? Warum hatte ich nicht die Kraft, nicht den Mut, Stopp oder Nein zu sagen oder Maßnahmen zu ergreifen, um uns vor bestimmten Übergriffen zu schützen? Ja, und das hat gestern sehr in mir gearbeitet, denn man kann die Dinge nicht ungeschehen machen. Und gut, in meinem jetzigen Verständnis würde ich ganz anders damit umgehen. Ich wäre wahrscheinlich erst gar nicht dahin gezogen. Nur mir zeigt dieser ganze Weg, wo ich jetzt bin und was ich damals erlebt habe, wie
ja, wie sich mein Leben, mein Sein entfaltet, entwickelt hat. Und welche Stärke, welche Kraft ich jetzt auch in diesem Leben habe. Da hat die Susanne Loray, fand ich auch so schön, das Bild, das hat sie da auch mal erzählt, jetzt die Tage. Es ist so, wenn man ein Trauma oder Traumata erlebt hat, dass man quasi sich abhärtet. Also das Beispiel, wenn ich jetzt immer barfuß laufe und ich trete dann auf spitze Steine, ich trete vielleicht sogar auf Glasscherben, dass also meine Haut durch diesen Schmerz lernt, mehr Hornhaut zu bilden, dass meine Füße besser geschützt sind. Und so einen Vergleich hat sie gegeben. Ja, und was ich bei mir beobachte, es geht tatsächlich nicht darum, jedes einzelne Geschehnis, was in der Vergangenheit war, zu bearbeiten oder zu gucken, was muss da noch geheilt werden, sondern zu schauen, welche Kraft habe ich daraus gewonnen, einen Weg zu finden, neutral auf die Dinge zurückzuschauen, um zu schauen, was kann ich jetzt anders machen oder was kann ich davon jetzt in die Gegenwart mitbringen und was hilft mir jetzt, dieses aktuelle Leben kraftvoll, sorry, zu gestalten. Ja, und das passt nämlich auch, diese Begegnung oder diese Erinnerung, ne, zu dieser Oktoberenergie, dass quasi Altes sich nochmal zeigen möchte, um in die Heilung zu kommen oder einfach nochmal angeschaut zu werden, Frieden zu schließen. Ja, mir haben gestern auch die Bäume wirklich sehr gut geholfen, dass ich auch mit einer gewissen, ja, wie ein Trost und eine Erleichterung nach Hause gegangen bin. Es gab sogar einen Baum, einen Mammutbaum, der auch bei uns im Park, wir haben ja, es ist ja auch ein riesiger botanischer Garten, also da wurden viele Bäume auch angepflanzt, auch damals, die normal hier nicht wachsen würden. So, also auch ein Mammutbaum. Und hatte ihn, ich glaube, zwei, dreimal früher auch gefragt und der wollte immer seine Ruhe haben. Doch gestern hat er mich wirklich, ja, mit offenem Herzen empfangen, kann man so sagen. Und die unteren Zweige, die haben dann auch richtig wie so ein Haus um mich gebildet. Ja, und dann stand ich da und zuerst war ich bei einer Eibe. Also die beiden Bäume stehen dicht nebeneinander. Und diese Eibe, das ist eine weibliche Eibe, die hatte auch ihre roten Früchte schon. Da empfing ich diesen wie so einen mütterlichen Schutz, Geborgenheit, so es ist alles gut. Und danach bin ich dann an dem Mammutbaum vorbeigegangen und auch er hat quasi wie behütend, beschützend seine Arme um mich gelegt und gleichzeitig mich erinnert an die männliche Energie, die ja auch bei mir ist und auch durch mich fließt und auch mich erinnert an meinen Vater, der mir den Rücken stärkt, wenn ich einfach nur mal ab und zu dran denke. Er hat es sich mir ja auch gezeigt, jetzt vor kurzem noch. Ja, und das alles zusammen, das hat was gelöst in mir. Dann kam ich in einen Frieden. Und der Weg im Endeffekt, es geht wirklich darum, kraftvoll weiterzugehen. Ja. Ja, und dann, jetzt habe ich hier noch so ein paar Sachen. Genau, Moment, habe ich das jetzt erwähnt? Susanne Loray. Ich habe sie erwähnt, aber ich möchte noch, bevor ich jetzt diese anderen Dinge euch nochmal mitgebe, jetzt gerade vor 2 Tagen gab es auch ein ganz feines Gespräch also mit Marc und Susanne Loray. Marc, sein Kanal heißt MGK1. Ich werde das Video auch da irgendwo oben oder unten verlinken. Denn Susanne, sie ist selber medial und sie hat das bisher nie öffentlich gezeigt, weil sie eben auch nicht so in so eine Ecke abgeschoben werden möchte. Aber auch bei ihr ist es jetzt dran, auch darüber zu sprechen. Genau, und das war mir jetzt auch nochmal wichtig mit reinzubringen, denn aufgrund dieser vielen Dinge, die gerade passieren, sei es energetisch, sei es mit technisch hergestellten Angriffen,
erzeugte Traumata, mitgebrachte oder übernommene Traumata. Es zeigen sich, es, ja, und dann, gut, Schwingungserhöhung, also es ist ja eine Veränderung, es kommt immer mehr Licht der Wahrheit, sagen wir mal so, das Licht durchdringt immer mehr die Lügen und bringt die Wahrheiten ans Licht, und dadurch kommen natürlich auch nochmal Schocks und Trauma hoch. Ja, und was ich so sehe in der Zukunft, also die mediale Arbeit, die, ich habe das Gefühl, die wird immer wichtiger. Und umso wichtiger ist es auch, dass in Zukunft gut geschulte Psychotherapeuten oder auch Ärzte mit Medien zusammenarbeiten, egal welche Art. Denn das ergänzt sich. Und dann gibt es noch mehr Möglichkeiten, jetzt uns Menschen hier zu helfen. Ja, das habe ich mir hier noch notiert. Also ich weiß nur, dass in England schon über viele Jahrzehnte Ärzte und Heiler zusammenarbeiten. Und das ist ja hier in Deutschland noch so ein bisschen, es öffnen sich immer mehr Menschen dafür. Ne? Genau, weil wenn ich, es ist ja auch so, ich kann manchmal wirklich mit wenigen Möglichkeiten was lösen und helfen, dass es auch einem Menschen besser geht. Wenn aber das Energetische einhergeht, auch mit einem tiefen Trauma, dann gehören da auch noch andere Menschen mit ins Boot, die dann auch jemanden helfen können, der suizidgefährdet ist oder der überhaupt, der psychisch so labil ist, da hilft meine Arbeit auch nicht alleine. Da kann ich auch nicht alleine die Verantwortung übernehmen. Deswegen, das ist so wichtig, dass wir uns da vernetzen. Ja, und die Frage, bevor ich da meinen kleinen Schlenker wieder gemacht habe, die ich vorhin gestellt habe, wie stark sind wir wirklich? Also was ich immer wieder empfehle, also wie gesagt, Thema Erdung, darüber rede ich ja immer wieder, darauf zu achten, in sich zu ruhen, egal welche Übungen machen, dass wir in unserem Körper sind, auch Sport. Sport ist auch, das wird jetzt zum Winter hin sicher noch wichtiger, weil jetzt sind wir noch mehr drin. Im Sommer sind wir auch draußen mehr unterwegs. Also ich rede jetzt auch zu mir. Also ich darf auch wieder deutlich mehr Gymnastik und Sport machen. Als Ausgleich, auch gerade wenn ich jetzt medial arbeite, braucht auch mein Körper Bewegung. Ich kann nicht nur immer sitzen und medial arbeiten oder nähen oder schreiben. Mein Körper braucht auch die Bewegung, das ist ganz klar. Ja, und je klarer wir in uns ruhen, umso besser können wir Nein sagen. Also sei es Nein zu Nachrichten, Nein zu Menschen, die uns nur Energie ziehen oder die uns nur mit negativen Meinungen bombardieren. Nein, ich darf bei mir bleiben. Und auch medial, also wenn wir das Gefühl haben, es kommt irgendeine Energiewolke, auch wenn wir es nicht greifen können, auch wenn wir jetzt nicht wissen, ist das jetzt eine Wesenheit oder ist das was Energetisches oder ist es was Technisches. Aber dass wir können unsere Absicht so klar ausrichten, dass wir sagen, nein, ich will das nicht. Wir haben den freien Willen und der ist zu respektieren. Die Kunst ist zu erkennen, dass da irgendwas von außen in unser Feld eindringt. Und wir haben diese Kraft und dürfen Nein sagen. Dann habe ich hier auch nochmal notiert, also wenn es uns wirklich schlecht geht oder wenn, ja, irgend so eine düstere Wolke, es ist ja auch im Kollektiv, also diese Angst, diese Bedrückung, dieses Nicht-Wissen, wie geht es weiter, auch teilweise eine Ohnmacht, also viele, die, ja, was kann ich überhaupt tun? Das ist ja auch im Kollektiv. Und wenn das Nein nicht reicht, da empfehle ich einfach, verbinde dich mit der, ja, lichtvollen Energie, an die du glaubst. Entweder dein Schutzengel, entweder Jesus oder Gott. Oder es gibt ja auch andere Kräfte, die uns Kraft geben. Dann setz dich hin und bete und bitte um Hilfe. Denn unsere beschützenden Kräfte, die greifen nicht ein, wenn wir nicht darum bitten. Denn sie respektieren unseren Willen. Ich vergesse es manchmal auch, aber das ist so kraftvoll.
dieses sich verbinden mit den eigenen lichten, ja, mit dem Team, mit den lichten Guides oder Helfern oder, wie gesagt, um da um Hilfe zu bitten. Ja, dazu auch eben, dass wir immer wieder dran denken, die Liebe in uns wahrzunehmen, unsere Herzkraft zu aktivieren. Wir haben ja auch eine fünfte Herzkammer, über die wird es uns auch nie erzählt, aber die Chirurgen, die wissen darüber. Also wenn man diese fünfte Herzkammer verletzt bei einer Herz-OP, dann stirbt der Mensch sofort. Und man sagt, ich glaube, Judy Spencer war das auch, wird gesagt, dass in dieser fünften Herzkammer der Sitz unserer Seele ist. Auf jeden Fall ist in unserem Herzen eine stärkere Kraft energetisch, als wir nur über unseren Geist, über unseren Verstand haben. Darum, das ist auch immer wieder diese Übung, sich mit dem Herz verbinden, ins Herz einatmen. Und auch wenn man nur denkt, ich atme Liebe ein und ich atme Angst aus, wir können das bewusst steuern, dass wir da uns weiter aktivieren. Und diese, ja, jetzt habe ich hier halt nochmal am Schluss reingeschrieben, ne, diese Liebe, die heilt eben auch die Verletzungen und die macht uns auch stärker. Ja, jetzt habe ich dreimal gerülpst. In dem Sinne möchte ich jetzt auch mein Video beenden. Es war mir einfach ein Anliegen, meine Gedanken nochmal mit euch zu teilen, bevor ich dann eine Woche oder anderthalb Wochen abtauche. Und es kann sein, ich nehme mein Mikrofon mit und auch hier die Halterung fürs Handy. Es kann sein, dass ich auf Sylt auch ein kurzes Video mache. Das weiß ich noch nicht. Aber ja, dass ihr nicht zu lange warten müsst oder euch nicht wundert, was ist jetzt mit mir los. Denn der Rhythmus von einmal die Woche, der hat sich ja jetzt so ein bisschen eingespielt. Das ist auch für mich tatsächlich ein sehr guter Rhythmus. Manchmal habe ich ja auch ganz viel, worüber ich reden möchte. Nur war dieses Mal, habe ich halt so vieles beobachtet und da Informationen und hier und jenes, wo ich dachte, ja, was sage ich jetzt? Ich möchte nicht auf die aktuellen Begebenheiten allzu sehr eingehen, das machen andere schon. Aber was kann ich aus dem Ganzen, was mich beschäftigt oder was im Außen ist, was kann ich da ins Feld geben, dass es euch gut tut? So, also, die Liebe ist unsere größte Kraft. In dem Sinne grüße ich euch von Herz zu Herz und bleibt tapfer und richtet euch immer wieder nach euch selber, nach eurer lichten, liebevollen Kraft aus. Herzliche Grüße, eure Angelika.